So, jetzt kommt der Crossover. Hier gehe ich von der Liegeposition aus in der Crossover-Dynamik. Ich habe beide Füße weg vom Boden, stütze mit meiner linken Hand und bringe meinen Oberkörper oben in die Drehung zu der Crossover-Dynamik. Was wichtig ist zu erkennen bei dieser Übung, ist die Balance wieder. Ne? Genug Spannung zu haben, dass ich beide meine Beine heben kann, ohne eine Hohlkreuz zu ergänzen. Sonst passiert das hier. Bis ich genug Stabilität beherrschen kann, habe ich einen Stutz von meiner linken Bein und meiner rechten Arm. Das bedeutet, ich muss immer jede Übung so feingefühlig machen, dass ich immer ruhig bleibe, so ruhig wie ich kann, dass ich meinen Core-Bereich trainieren kann und dass ich spüren kann von der Massage-Rolle als ein Gerät, Trainingsgerät, wie ich mich ausbalancieren muss. Ne? Okay, dann kommt die nächste.